Hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ark. Ja, es kam eine längere Zeit nichts. Ich erkläre euch gleich mal, warum. Ja, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Ich war ja krank. Also die erste Woche hatte ich eine Erkältung. Die ist dann soweit auch weg gewesen. Und ich hatte dann gemerkt, mein ganzes Gesicht tat weh, wenn ich mich so nach vorne gebeugt habe. Beziehungsweise meine Wangenknochen taten weh. Und ich hatte halt auch die ganze Zeit über starke Kopfschmerzen. Jetzt kacken sie hier alle im Chor, okay. Dann bin ich nochmal zum Arzt gegangen. Da kam dann raus, dass ich eine Nasennebenhöhlenentzündung habe. Eine ganz, 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 ganz ekelhafte Sache, wirklich. Also ich will das nie wieder haben. Ja, und dann ist mir übers Wochenende, weil ich Platz machen wollte in meinem Wohnzimmer, mein Smartphone auf den rechten Fuß gefallen, direkt auf meinen mittleren Zeh. Er ist geprellt oder gebrochen, ich weiß es nicht. Ich werde noch zum Arzt gehen müssen deswegen. Ich habe auch ein bisschen Schmerzen, er fühlt sich taub an. Er ist ein bisschen lila, ein bisschen blau. Also ich habe so ein Einhorn-Zeh gerade. Ja, dann hat der eine oder andere vielleicht auch Green Hell gesehen von euch. Das habe ich ja auch hochgeladen. Ein wirklich nices Spiel und mein Mitspieler, der dort mitspielt, der Mr. Tired, der wird mir hier auch in Zukunft in Ark helfen. Wir müssen nur mal schauen, wann wir dann beide zusammen Zeit haben, denn er würde für mich farmen, weil ich komme dazu leider nicht. Ich habe so viel zu tun auf der Arbeit, ich habe viel privat noch zu tun und ich komme dazu nicht. Und wenn ich dann mal aufnehmen kann, dann kann ich halt nicht farmen, weil ihr wisst ja, ich habe das ja schon öfters gesagt, ich nehme fast bis zu 2 Stunden auf. Dann das Schneiden, dann das Rendern, dann das Hochladen, das Thumbnail machen und. Das ist ja auch immer eine Sache von circa 5 Stunden. Und die hat man nicht einfach mal so, wenn man nach einem 8-Stunden-Tag nach Hause kommt. Da will man auch mal seine Ruhe haben. So, also für die heutige Folge habe ich mir nur Gedanken gemacht, was wir machen. Wir starten heute direkt einfach rein. Wir werden mal schauen, was wir finden. Ein bisschen was wollte ich hier machen, aber ich glaube, da kommen wir nicht zu. Ich habe ja sogar schon bei dem lieben Pierre gesehen, dass er einen von den großen Dinos hat. Finde ich richtig cool. Ja, den hier würde ich ja gerne herstellen. Aber das Problem ist, wir brauchen T-Rex-Ärmchen. Ich weiß gar nicht, habe ich hier schon irgendwelche... Huch. Hier schon irgendwas drin? Ne, ich glaube, das ist die Spino-DNA, ne? Genau. Ich wollte unbedingt ein Spino machen. Stimmt, ihr Lieben. Ein Spino. Da wollten wir uns doch drum kümmern. Und zwar wollte ich... glaube ich, den hier machen. Ich glaube, den Sattel hatte ich von dem auch schon gemacht, ne? Genau, den Spino schießt mich weg. Also brauchen wir noch mehr Spinos. Wir brauchen mehr Common-DNA. Okay, dann stellen wir jetzt erstmal Common-DNA her. Und solange ich dann nicht da bin, werden wir... Ja, das reicht. Werden wir mal schauen, ob wir noch ein paar Spinos finden. Ob wir ein paar Spinos töten können. Queenie, kommst du mit? Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich da hinten in der Schlucht. Oh mein Gott, das ist ein schöner Para. Das sind Paleo-Ark-Paras, ne? Ist der hübsch. Oh mein Gott, schaut ihn euch an. Der ist hübsch. Kann ich passiv zähmen? Nee, kann ich nicht. Aber der sieht hübsch aus. Oh, guck mal, das ist auch ein anderer. Oh, wo ist der Para hin? Der andere Para von dem Para. Da. Die sehen anders aus, glaube ich. Guck mal, wartet mal. Ich versuche mal näher ranzugehen. Die Schnute ist auch anders. Guck mal. Und die Äuglein. Bist du ein normaler Stego? Ja. Du bist ein schöner Stego. Da ist ein Terry. Ich hoffe, der Terry lässt mich in Ruhe. Ich meine, normalerweise müssten ja die Spinos in jedem Gewässer eigentlich doch sein, oder nicht? Also so kam es mir vor, wenn man früher mal überall lang geflogen ist und man hat ein Gewässer gesehen, zack, waren da auch sofort Spinos. Hier ist es aber tatsächlich komplett anders. Irgendwie sind Spinos hier Mangelware, habe ich das Gefühl. Also wirklich Mangelware. Auch hier kein Spino. Wirklich kein Spino. Es ist zum Mäusemelken. Wirklich. Apropos Mäusemelken. Das habe ich schon mal in einer Folge gesagt. Und da hat jemand unter meinen Kommentaren dann geschrieben, wie Mäusemelken. Es ist so ein Sprichwort. Das ist... Ja, Mäusemelken bedeutet sowas wie, das gibt's doch nicht oder das ist unmöglich. So habe ich es damals beigebracht bekommen von meiner Mama. Das ist zum Mäusemelken. Weil es ist, es ist einfach so. Man findet einfach kein Spino. Das gibt's doch nicht. Warum? Also ihr habt es jetzt selber auch gesehen. Ihr wart jetzt auch alle mit dabei. Ihr habt es gesehen. Hier ist kein Spino. Kein verkackter Spino. Das heißt, jetzt müsste man
Oh, ich winke mit meinen Händen. Ja, cool. jetzt müsste man mal schauen, wo man zum nächsten Gewässer kommt. Ich glaube, ich fliege da jetzt mal da oben die Ecke hoch und gucke da mal in dem einen See. Aber wie gesagt, das ist halt unmöglich, sowas. Ich verstehe nicht, wieso hier kein Spino ist. Ich verstehe es wirklich nicht. Juhu! Guck mal, hier bin ich! Hallo! Was wolltest du denn? Ich habe mich gerade echt erschrocken. Hallo, Ente! Guck mal! Wie ruhig er hier einfach langfliegt. Mein Freund geht nicht darunter, der macht dich Mulu da. Oder willst du ihn angreifen? Nee. Aber wie ruhig er da einfach gerade ankam. Ich habe den nicht gemerkt, also ich habe mich gerade wirklich innerlich echt erschrocken. Ich glaube, das hat man aber auch an meiner Handbewegung gesehen, dieses... Ist das dieser Rugops? Ist das dieser Dino, der spuckt? Ja, das ist der übrigens, wo ich das... Oh, das ist noch einer von denen, ne? Das sind die, die ich letztes meinte, die Blut spucken. Oder sowas. Pass mal auf, ich will mich auch anspucken lassen. Jetzt haben sie so einen Buff auf sich. Ah, die spucken. Den will ich haben, aber in einem schönen, guten Level. Da hätte ich gesagt, den man zu einmeldet. Na? Hi! Darf ich zu beißen? Da! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eieieiei, hört ihr das? Bom, 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 bom. Wir wurden vergiftet. Der hat uns ein Virus quasi gegeben. Beziehungsweise er hat uns angespuckt mit einem Virus. Ey, der ist cool. Den müssen wir aber, wie gesagt, in einem coolen Level finden. So ab Level 100. 100, 150 nehme ich mit. Würde ich sagen, suchen wir doch mal einen. Mal schauen, was wir diesmal rauskriegen. Ob wir da ein bestimmtes Loot Crate oder so rausbekommen. Oh, sorry. Es tut mir leid, Enki. Es tut mir leid. Tut mir leid. Ich wollte euch doch nie angreifen. Ich mache sowas doch nicht gerne. Jetzt kommt der nächste Enki. Es tut mir doch leid. Der ist alles gebrochen. Ich kann nicht mehr rennen. Okay, dann hat der diesmal nichts gedroppt. Weil manchmal droppen die ja diese Loot Crates. Oh, stimmt, Babu. Babu haben wir ja auch noch hier. Ja, ich würde sagen, ja, wir fliegen geslowt weiter. Da haben wir einen guten Kryotops. Den holen wir uns. Der hat Level 203. Ist mir egal, wie er aussieht. Da oben ist noch einer. Okay, egal. Den will ich haben. Kann ich dich packen? Bitte kann ich dich packen. Ja, ich kann ihn packen. Wie cool ist das denn? Nein! Aus. Bitte lass es. Bitte lass es. Hör doch auf. Hör doch auf. Hör doch auf. Bitte. Warum tust du das? Lass es. Ergebe dich deinem Schicksal. Und sei mein. Hör auf. Lass das. Boah, er sieht gut aus. Schaut ihn euch an. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Stelle, wo wir ihn runterlassen können. Ich nehme mich jetzt mit nach Hause. Bin ja eh fast da. Ich bin zwar geslowt, aber ja. Aber ich verliere auch kaum Stamina, von daher. Stimmt, wir können mal in so einen Dungeon reingehen. Da will ich mir aber dann so einen kleinen Dino zähmen, der stark ist. Und dann gehen wir mit denen rein. Oh ja, das wird lustig. Du wirst mein sein, ja, du wirst mein sein. Und du kommst von mir nicht mehr weg. Ich bin fies, ne? Ich mobs mir einfach die Dinos und nehme sie einfach mit. Wait a minute! Ah, ich glaube, ich weiß, wer. Ist das eventuell John John? Schaut, wir hatten ja eben noch über Mr. Tired gesprochen, ne? Schau mal, wer da ist. Er ist hier. Ist er auch gerade online? Ne, online ist er nicht. Okay, was hat er denn gezähmt? Okay, er hat die Luftballons gezähmt. Die zwei Hübschen hier. Ein Indoraptor. Noch ein Indoraptor. Aha. Und natürlich diese große Höllenmaschine hier. Mama mia, ist der schön. Oh mein Gott. Boah. Das sind schöne Farben. Und er hat auch diese nervigen Jurassic Park Raptoren. Ihr seid ganz schön laut, wisst ihr das? Da ist der liebe Krio. Ich hoffe, der ist auch jetzt gut zu uns. So, MC Hammer, dich schicke ich einmal eben fix nach Hause. Du gehst wieder nach oben. So, wo ist denn mein... Wo ist denn mein Großer? Da ist er ja. Guck mal, der ist sogar direkt auf uns. Hallo? Der hört sich an wie ein Löwe. Der hat viel Topo, ne?
Hey! Hör mich zu vergiften! Lass das! Das finde ich jetzt aber nicht so gut, du. Okay, ich sterbe, 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 ich sterbe. Ich will nicht sterben, ich bin zu jung, um zu sterben. Ich heil mich dagegen. Ich heil mich dagegen. Ich esse ganz viel. Okay. Mist, wo ist er? Da ist er. Edgy Badge. Mist. Und keine Pfeile mehr. Nein! Wir haben nichts mehr zum Schießen. Base oben. Ich komm gleich wieder, mein Junge. Oh, der hat ja 26.000 Turbo. Ich habe gar nicht drauf geguckt. Ich habe nicht drauf geachtet, dass er 26.000 Turbo hat. Oh mein Gott. Verdammte Gacke. Ich hoffe, ich kann noch ein paar Pfeile herstellen. Und können wir daraus, wie viele können wir machen? 24 brauchen wir. Also 24 Small, bitte. Ui. Jawohl. Ich stelle jetzt nochmal 24 her. Das ist perfekt. Ich glaube, man sollte ja auch liegen. Ich hoffe nur, dass meine Waffe bis dato reicht, aber ich glaube schon. Übrigens sieht unser Dino leider immer noch so aus. Ein paar hatten ja von euch geschrieben, ich soll ihn mal auf Schulter nehmen und wieder hinschmeißen, aber es bleibt dabei. Okay, viel Spaß beim Spazierengehen. War schön mit dir. Red Devil, beziehungsweise jetzt White Devil. Müssen wir noch umändern. Hey, mein Freund, Schnuckipups, wo bist du? Da ist er. Bam. Bam. Ah, nee, 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 nee. Du darfst mich nicht anspucken, mein Freund. Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Komm zurück. Greif mein Boot an oder so, aber geh nicht ins Wasser. Extri, schieß mich weg, Kibbel. Hab ich das? Ja, haben wir. Wie viel brauchen wir davon? Drei. Ich habe drei im Inventar. Ja, geh weiter darüber. Gut, 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 gut. Weiter. Geh schlafen. Los, mach Haia. Mach eine Runde Haia. Los. Geht doch. Das hast du fein gemacht. Das war richtig lieb von dir, weißt du das? Oh, du frisst es sofort. Oh. Also einmal hat er sofort gefressen, aber ich bin begeistert. Ach. Okay, der sieht schon hübsch aus. Wir besteigen die Bestie und legen uns hier oben drauf. Gary hinlegen. Gutes Mädchen. Jetzt warten wir, dass er aufsteht. Steh auf, mein Großer. Oh. Jawohl! So. Der ist für dich. Das ist für dich. Das packe ich auch erstmal bei dir rein. Bitte friss es nicht auf. Jo, das ist er. Linksklick. Rechtsklick. Oh. Kotze. C. X. Ui. STRG. Oha. Shift und C. Ja gut. Oh mein Gott, den müssen wir jetzt ausprobieren. Natürlich machen wir das einmal an. Ja, er ist stark. Oh. Das war's mit dem Luftballon. Was haben wir für einen Buff? Da stand irgendwas wegen hier. Eieiei. Eieiei, der ist so stark. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Wir haben einen Kotzi. Eieiei, eieiei, Bibi, du bist stark, Püppchen. Hast du Topo gemacht, du? Okay, wir leben dich, hm? Wir leben dich. Ach stimmt, was machst du? Noch, der ist toll, den mag ich. Den mag ich. Bisschen auf Stärke, bisschen auf Stamina, bisschen Leben. Let's go. Auf geht's auf den Para. Auch wenn das schön aussieht. Auf den Para. Kotze. Kotze. Oh, die Kotze. Schaut euch das mal an. Wie viel das abzieht. Habt ihr es gesehen? Eieiei. Boah. Mal gucken. Tot. Eieiei. Mal gucken, wie lange wir hier für die Schildkröte brauchen. Probieren es mal aus. Schaut euch das an. Ist egal, ob die einen Panzer hat oder nicht. Die hat gar keine... Die hat gar keine Chance. Oh mein Gott. Ich möchte ihn Kotzi nennen. Ist es ein Männchen? Es ist ein Weibchen. Wir nennen sie Kotzi. Stimmt, wir haben das andere gar nicht ausprobiert, wie stark die anderen Attacken sind. Oh mein Gott, der ist schön. Egal. C. Bam. Headbutt. Weg. Husch. X. Ach stimmt, warte mal. X. Batsch, batsch. Batsch, batsch. Komm her. Tanz mit mir. Batsch, batsch. Batsch, batsch. Zu Tode gebatscht. Ach, wie cool.
Oh mein Gott, ich mag ihn. Ich mag den Krio. Ich mag ihn, ich mag ihn, ich mag ihn. Hallo, stopp mal! Oh, ist der Mr. John John etwa gerade da, weil seine Dinos angegriffen wurden? Hallo? Ich glaube, wir haben noch einen Offline-Protect-Schutz, oder nicht? Oder wurde der rausgenommen, weil die Dinos ja angegriffen wurden? Hallo? Mr. John John, sind Sie hier? Schaut mal, seht ihr das? Da backt die ganze Zeit ein Dino oben raus. Wartet, ich guck weg, guck hin. Zack, weg ist er. Habt ihr es gesehen? Schade, schade. Wäre eigentlich lustig gewesen, wäre er jetzt da gewesen. Dann hätte ich ihn euch mal vorstellen können. Kannst du eigentlich auch sowas wie Sitz? Ja! Njoch! Njoch, guck mal, Kotzi! Ja, Kotzi ist so süß. Ja, los, meine Süße. Steh mal wieder auf hier, komm. Gutes Mädchen. Hört ihr dieses Gequietsche? Das ist ein bisschen unangenehm für die Ohren. Hört ihr das? Das tut echt weh. Was willst du eigentlich, du komische Kröte? Ja. Selber schuld. Die Dino-Glasses. Du wolltest die Dino-Glasses essen. Ich hab's gesehen, mein Freund. Ich hab's gesehen. Kann ich dir die aufsetzen? Oh mein Gott, das würde ja so cool sein. Komm, 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 komm. Ich will's aufsetzen. Komm, bitte, 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 bitte. Und jetzt muss man sie sehen. Ach, komm schon. Ach, Mann. Das wäre so cool gewesen. Da würde voll cool aussehen, wenn er die Dino-Gläser auf hätte. Ach, Mann. Oh. Und sieht so freundlich aus. Guck mal. Der hat so ein Lächeln im Gesicht. So nach dem Motto, ich kotze euch alle an. Ach, der Dino ist cool, Mann. Ich mag ihn. Oh, ich hätte schon lange nicht mehr so viel Spaß mit so einem Dino. Der ist cool. Der ist einfach nur cool. Na. Ja, was hast denn du denn? Na, was hast denn du auf einmal? Brötst du hier rum, Kotzi, wa? So, das wäre einmal Kotzi. Wir schauen gleich mal nach, ob wir in der Wüste noch einen Dino finden, den wir uns mitnehmen können. Aber erstmal will ich hier White Devil anders hinstellen. Ich finde auch, der lässt sich jetzt viel schlechter reiten als vorher. Was echt schade ist, weil... Was halt echt schade ist, weil der Dino gefiel mir halt mega. Und ich glaube, ihr habt das bestimmt auch mitbekommen, dass er mir sehr gefallen hat. Aber irgendwie... Ja... Naja, egal. Denn es ist halt unser White Devil. Ach stimmt, hier wollte ich euch auch was zeigen. Und zwar, schaut mal, seht ihr das da? Der sieht richtig gut aus. Das ist auch so einer wie unser fliegender Argy. Nur, dass das halt ein Manticore X... Schieß mich weg ist. Der sieht echt nice aus. Aber ja, schaut doch gerne mal bei dem lieben Pierontic vorbei. Link zu seinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Er streamt öfters auf Twitch und lädt dann die Folgen auf YouTube hoch. Wie gesagt, einfach mal vorbeischauen. Wir haben ja schon... Oh, oh, Boss, 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 Boss. Boss Dino, komm mal her. Beziehungsweise, ja, kein Boss Dino, aber es ist einer von diesen Hybriden. Komm mal her, mein Freund. So, dann haben wir wieder nämlich ein bisschen DNA dazu bekommen. Einmal Dinosaurier-DNA, Insekten-DNA und Lesser-Dinosaur-DNA. Die müssen wir am besten auch immer, wenn wir sie finden, töten. Weil ihr seht ja, die geben halt diese schöne DNA. Und manchmal ist das halt schon echt hilfreich. So, und ich habe noch vergessen, euch zwei Infos zu geben. Denn Info Nummer 1 ist der liebe Nanosaurus, aka Naneki, veranstaltet hier demnächst wohl ein Event, wo wir Dinos kriegen können, die so nicht spawnen, weil wegen Überspawn bzw. Spawnblock. Die können wir dann dort gewinnen. Ich weiß selber noch nicht, was es für ein Event sein wird. Und die zweite Info ist, dass ich und meine beste Freundin Mary am 31.10. auf Twitch streamen wollen. Wir wollen The Mountry Assistant spielen, dabei auch Facecam mit anmachen. Ich bin ein bisschen gespannt, wie es sein wird, denn Mary wird man zum Beispiel auch zum ersten Mal richtig sehen. Mich werdet ihr dann auch zum ersten Mal alleine so richtig sehen, in Action mit einem Horrorgame. Wird auf jeden Fall richtig lustig. Wir haben uns das so ein bisschen ausgemalt, beziehungsweise wir haben so ein bisschen was vorbereitet. Wir wollen uns
Ja, nicht ver ja doch ver nee, nicht verkleiden, ja doch verkleiden. Man sagt es verkleiden, genau. Wir sind schon beide sehr, 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 sehr gespannt drauf. Wir sind beides kleine Schisser. Der eine oder andere kennt Mary vielleicht durch Instagram, weil ich sehr öfters auf Phasmo-Sachen markiere in meiner Story, weil wir in letzter Zeit sehr, sehr oft auf Phasmo gespielt hatten. Ja, ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, wie es sein wird und ein bisschen aufgeregt, wenn man mich das erste Mal auch dann richtig sieht. Ich muss noch ein bisschen was umstellen. Ich hoffe, dass es alles so funktioniert, wie ich mir das ausgemalt habe, weil dann wird es richtig nice. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der eine oder andere dann am 31.10. vorbeischaut. Ich denke mal, das Ganze wird so gegen 20, 21 Uhr starten, weil Mary hat ja zwei Kinder und die müssen dann natürlich vorher noch ins Bettchen. Ich werde wahrscheinlich dann schon ein bisschen eher live kommen mit anderen Horror-Games, warten, bis sie dann kommt und dann würde ich sagen, geht's dann los. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich habe versucht, noch einen anderen Dino zu finden, leider keinen mehr gefunden. Aber egal, wir haben ja hier unseren wunderschönen Kryotops, unsere Kotzi. Die werden wir in der nächsten Folge noch schön weiter leveln. Ich glaube, wenn die einmal richtig schön ausgelevelt ist und wir noch ein zweites Männchen dazu holen und das ebenfalls dann noch schön leveln, dann machen wir ein kleines Minion von dem. Oh mein Gott, ich bin gespannt, wie das sein wird. Vielleicht haben wir ja auch schon dann in der nächsten Folge die Verstärkung von Mr. Retired bzw. John, meinem Kumpel. Müssen wir mal schauen, wie wir beide Zeit haben. Und ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr den Kryotops bzw. Kotzi genauso cool findet wie ich, dann lasst mir doch gerne ein Like oder ein Kommi da. Also, bis zum nächsten Mal.